versuche mich zu konzentrieren. Mhm. Aber dein Gesicht stört. Ich weiß wirklich nicht wie. Ich weiß nicht wie. Eine Art. Bomb! Monetarisierung, ciao. Schau, was geht denn? Willkommen zu einem wunderbaren Video. Oh. Mit dabei ist heute Jan. Hitler. Ja, oder so. Jan von Gewitter im Kopf und Tim von Gewitter im Kopf. Die beiden Jungs hier gerade am Start. Wir spielen eine Runde Minecraft. By the way, bevor jetzt das Video euch reinzieht, lass das Megafon ganz kurz am besten. Nein! Nee, am besten. Am das besten. Ist mir ein gutes Spielzeug hier. Ja, ich hätte es nicht machen sollen. Genau wie im Stream Deck hier, Alter. Wenn ihr random Sounds hört, Leute. Nein, ich möchte wirklich. Die würde ich später gerne während ich streame essen, aber es ist voll nett von dir. Dankeschön. Falls ihr wissen wollt, wie der erste Part ausgesehen hat, meine Freunde. Schaut doch gerne mal das Video bei den beiden Jungs an. Das natürlich am Ende und hier in der Videobeschreibung verlinkt. Wir spielen ein bisschen creative, meine Freunde. Und machen eine neue Welt. Jan, du hast ja eben schon gelernt, im Singleplayer zu spielen. Ja. Und jetzt spielen wir creative. Lass dich trotzdem kurz hier rüber. Ich gebe das einfach hier rüber. Wenn du... Oder sollen wir Plätze tauschen? Ich glaube, wir tauschen einfach Plätze. Das passt auch. Du bist ja Minecraft Veteran, meinst du, ne? Ja, ich habe das schon auch dazu. Bist du stark in Minecraft? Ich habe das jetzt seit Jahren. Hallo, das ist ein ASMR-Video. Nein! Das ist kein ASMR. Ja, okay, also würdest du auch sagen, dass du... Ja, wie gesagt, das sind die random Sounds, die Jan halt die ganze Zeit... Ich glaube, es ist Zeit, dass wir dich beschäftigen. Oh, ganz genau. Okay, pass auf, setz dich in die Mitte gerne, Bro. Das ist Monte, grüße gehen raus, Alter. Setz dich gerne in die Mitte. Du kannst jetzt quasi das gleiche machen wie jetzt, nur dass du jetzt hier unendlich viele Blöcke hast, wie du siehst. Und du kannst jetzt halt hier alles bauen, was du möchtest. Ja. Und du kannst fliegen. Und du kannst auch fliegen. Guck mal hier, du kannst mit Leertaste, wenn du Leertaste doppelt drückst, kannst du einfach... kannst du einfach... Deine rechte Hand. Ja, ich weiß nicht, ob mir das so sehr hilft. Die rechte Hand hilft ja eher. Ja. Also, du kannst halt mit doppelter Leertaste kannst du halt fliegen, wenn du Leertaste gedrückt hältst und hier runtersinken kannst du mit der Taste über STRG. Ansonsten alles gleich mit... Weißt du alles auswendig? Digga, ich... Das ist... Das ist so tief in meinen Wurzeln drin. Ich habe so früh angefangen zu zocken, aber ich mache nichts anderes den ganzen Tag. Kein Privatleben, gar nichts. Ich kann dass ich dieses Jahr im März 2019 herausgefunden habe, dass Fortnite nicht nur ein Tanz ist. Ich dachte bis zu Gamescom, dass das ein Tanz ist. Tatsächlich nicht. Fortnite-Tänze ist ein Teil von Fortnite, aber Fortnite ist ja riesig groß, das Alter. Ich habe dann auch herausgefunden, dass es ein Spiel ist. So, komm mal hier. Du kannst hier alle Blöcke rausziehen. Ich mache dir einfach meine Farbpalette an Blöcken fertig. Da musst du dann nicht hin und her wurschteln. Ich gebe dir einfach mal sämtliche schöne Farben, die es gibt. Und hier Gelb noch dazu. Ach ne, das ist Powder. Rot, Schwarz, Weiß, Grau und von mir ist Braun. So, Blau ist gar nicht drin, ne? So, und was nehmen wir noch raus? Nehmen wir Grau raus. Grau braucht man nicht, oder? Braun? Nein. Grün. Grün ist auch wichtig, ne? Ich habe eigentlich nur Stöcke da drin, wenn ich es gerade so sehe. Okay, Orange raus, Grün rein, Grau raus für Hellblau, du sagst es. Gut, guck mal hier, du kannst jetzt hier, siehst du mit dem Mausrad, kannst du die Blöcke durchwechseln. Du kannst jetzt hier mit Rechtsklick, kannst du einfach drauf losbauen und ja, deiner Kreativität freien Lauf lassen, wenn du möchtest. Ah, und dann kann ich dann so aus diesen Blöcken da Häuser hinbauen. Du kannst Häuser bauen, Statuen, alles. Also es ist relativ simpel. Du kannst, wenn du halt richtig crazy Tryhard möchtest, kannst du auch hier mit denen irgendwie was bauen. Dann kannst du halt anfangen, weiß ich nicht, wir können jetzt mal so ganz schnell hier irgendwie versuchen, so einen Löwen oder sowas zu machen. Dann kannst du halt hier irgendwie so versuchen, irgendwie so einen halt zu machen. Aber das ist halt dann schon ein bisschen aufwendiger. So siehst du halt so, es geht da so ein bisschen in die Richtung, ne? Das ging aber schnell. Ja, ich habe das irgendwie auswendig. Ich weiß nicht, was mit mir ist, Alter. Ich will nicht mehr Minecraft gespielt als... Richtig peinlich, aber gut. Jeden das seine. Hallo? Hallo. So, schau mal hier. So, setz dich ruhig hin und lass deine Kreativität freien Lauf. Wir werden einfach mal schauen, was dabei rumkommt. Du darfst einfach gerne mal beginnen. Bin mal gespannt, was da so bei rumkommt. Ich glaube, ich sehe da nämlich großes Potenzial. What the f***? Weiß nicht mal, wie du dieses Fenster aufgemacht hast, Alter. Ich habe absolut keine Ahnung, wie das aufging. Okay, mit Restlick, wie gesagt. Einfach alle gleichzeitig drückst. Dann passiert bei mir gar nichts. Ja, siehst du. Guck mal, mit Restlick, das Game einfach gehackt, Alter. Chat, schreib mal bitte ganz was. Ach, Chat, what the f***? Ein Video. Schreib mal bitte ganz was rein, wie er das gemacht hat. So, wenn du runter möchtest, hier. Und wenn du hoch möchtest, doppelt Leertaste und dann gedrückt halten. Ah, ich kann noch nach oben. Genau, aber dann kannst du halt nicht bauen, weil du kannst ja in der Luft nicht anfangen zu bauen, ne? Och, das sieht ja ein anderes. Ist schön, ne? Aus einer anderen Perspektive macht das was her. Also angenommen, da kommt jetzt gleich so ein Vieh, was mich umbringen möchte. Nee, passiert nicht. Sinn, nee, passiert dass ich nicht. In die Luft gehe. Passiert dir nicht, weil du bist im Creative Mode, du kannst hier quasi nicht umgebracht werden, gar nichts. Hier, mit der hier, wenn du die gerückt hältst. Oder du machst halt einfach doppelte Leertaste, lässt dich einfach fallen, du kriegst doch keinen Schaden. Ich hab einen Schaden. Nein. Haben wir alle. Mit Restlich kannst du, wie gesagt, platzieren. Genau. Und jetzt kannst du hier quasi anfangen, etwas zu bauen. Etwas, was deiner, du kannst dich hier, wie gesagt, bewegen mit, ne? Du kannst dich hin und her bewegen und alles. Ich sehe schon gerade die Farbe grün. Nein! Ich weiß nicht, wie man nehme ich eine andere Farbe? Mit dem Mausrad kannst du durchscrollen, mit dem Mausrad durchscrollen. Oh, 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 oh.
Mausrad, genau. Und dann kannst du quasi die Farben halt einmal durchwechseln. Dann kannst du dir quasi irgendeine aussuchen, die dir gefällt. Wie gesagt, das ist ein bisschen Movement halt. Du musst dich halt gucken, dass du dich bewegst und gleichzeitig halt baust und so. Aber das kommt mit der Zeit alles rein. Du kannst natürlich auch alles mit einem Schlag kaputt machen. Das konntest du im vorherigen Part auch nicht quasi. Also ich sag mal so, da hast du hier auf jeden Fall eben als Überlebensspezialist schon bewiesen. Und jetzt halt die Frage, ob du auch... Ja, einen Keks. Danke, Mann. Mega nett von dir. Das war wirklich nice. Also. Bitte. Na, fang einfach drauf an. Beweg dich hier. Wie gesagt, du musst dich halt ein bisschen bewegen, um irgendwie hin und her zu kommen, ne? Am besten mit beiden Händen. Oh! Auch der Stöhner. Also das heißt, ich kann noch von der Luft ausbauen. Mhm. Wenn du wieder runter willst, musst du hier wieder runter. Dann kannst du quasi anfangen und dir alles so ein bisschen angucken. Warum steht da so ein Tannenbaum rum? Das ist so ein kleiner Sapling. Jetzt ist er weg. Was war das? Ein Sapling, ein Setzling von einem Baum. Ach so. Dann quasi so. Genau, das ist zerstören und restliches halt setzen. Du kannst jetzt zum Beispiel versuchen, was ganz Simples zu bauen. Irgendwie ein Herz oder sowas, ne? Es sieht jetzt schon, es hat jetzt schon eine Form von einem Frosch, finde ich, Alter. Echt? Ja, irgendwie schon. Ich könnte, oder? So ein Frosch mit einer roten Zunge könnte man schon, so vom Farbspektrum das zumindest her. Ja, sehr abstrakt, Alter. Ich bin ein sehr abstrakter Denker, weißt du? Gut, dass du so kreativ bist. Ist halt so ein bisschen wie Lego bauen, weißt du? Hast du früher Lego gespielt? Nein. Warum denn nicht? Ich gehörte eher zur Playmobil-Fraktion. Oh, Playmobil auch. Barbie auch stark. Das auch. Aber ja, ich habe mit meinem Vater immer voll viel Lego gespielt. Bom! Okay, möchtest du kurz erklären, was du gerade baust? Ich mache so einen Boden, dass es nicht aussieht wie Wiese erstmal. Mhm, okay, dann musst du jetzt erstmal alles abbauen. Genau, hiermit runter, hiermit. Jetzt kannst du da wieder, genau, Alter! Ja, genau, jetzt bist du drin. So, und du möchtest erstmal quasi so ein Blank Canvas haben, also so ein... Nein! Jetzt diesen Keks wirklich auch. Wie hast du das? Wie hast du das? Wie machst du das, Alter? Wie machst du das? Was drückst du für eine Kastenkombination? Ich wusste nicht, dass das geht. Meine Augen verdrehen sich und dann mach ich mit den Händen so. Narrator. Klappt nicht. Aber ich hab das Narrative da. Hä? Vorleser. Es gibt einen Vorleser in meinem. Ich lerne hier ganz neue Sachen. Nein! Crafting. Okay. Warte mal. Crafting. Das Ding sagt das Crafting. Crafting. Ich weiß nicht, wie das ausgeht, Alter. Gut, egal, wir spielen einfach weiter. Crafting. Wo ist das Haus? Hinter dir. Das Haus. Das Haus. Das ist es, genau. Also wie gesagt, fang einfach mal an und lass deine Kreativität freien Lauf. Es ist abstrakte Kunst irgendwo, ne? Es muss ja auch gar nichts Strukturelles sein. Es kann ja auch einfach Kunst sein, ne? Das kann ja auch sein. Wenn ich das Ding jetzt einfach 3D printe und ausdrucke, Alter, und dann verkaufe, wie viel Euro würdest du dafür zahlen? 50.000. Ja. Mindestens, oder? Ja. Mindestens, Alter. Also alles, wer unter 20.000 Euro Bilder verkauft, der ist tatsächlich selber dumm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, jetzt kriegen wir hier eine vernünftige Form rein, sehe ich gerade. Hier wird auf jeden Fall gerade eine große Linie gezogen. Was möchtest du mit dieser Kunst ausdrücken? Das wird eine Festung. Okay, das ist die ganzen bunten Blöcke. Wofür stehen die im Sinnbild? Für das, was in meinem Kopf vorgeht. Das ist gut, und das ist gut. Und das Schwarz ist ja auch als Umrandung sehr prägnant gewählt hier. Das muss man natürlich dazu sagen. Ja, dann sollte ich vielleicht mal ein paar mehr Farben auswählen als hauptsächlich Schwarz. Du kannst auch Blau, Weiß. Was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Ja, das merkt man. Das ist gerade so schnell gemacht. Das ging so richtig... Ja. Oh, Monetarisierung, ciao. Oh, guck mal, jetzt bist du drin. Okay, und die nächste Reihe. Warte, ich gehe eins höher und die nächste Reihe brauchst du. Oh. Jetzt hast du es abgerissen. Warte, wir gehen nochmal eins runter. Guck mal, du machst da nur noch die Maus, ich mach das Movement. Dann haben wir richtig guten Progress. Alter, so läuft das hier. Das ist Teamworking. Ich bin quasi sowas wie der Beif. Ich hab deinen Block weggeworfen. Ich wollte gerade mich richtig loben. Lukas, ist jetzt gerade nicht notwendig, hier Stories abzuspielen an der Stelle. Vive seid ihr auch noch da, Leute. Der spaßt. Ganz genau. Ganz genau der ist es, Alter. Ganz genau. Also, es wird ein ziemlich buntes Haus, merke ich gerade, Alter. Magst du bunte Farben oder bist du eher so ein monotoner Farbtyp? Nee, bunte Farben finde ich ganz gut. Ich finde, das ist ein richtig geiles Farbspektrum da, Alter. Es könnte echt auf irgendwie, es könnte wirklich irgendwie auf Merch gedruckt werden. Ich rip das jetzt einfach, mach damit Millionen, Junge. Wir drucken einfach meine Minecraft-Bauten auf unseren Merch drauf. Das wäre so geil, Alter. Das wäre so geil. Als ich mal beim Hausarzt den Zettel ausfüllen wollte, wo mein Name hinkommt, habe ich da in das Feld Hitler reingeschrieben. Und auch das ist irgendwo sozialkritische, abstrakte Kunst. Hey, man kann alles als Kunst interpretieren. Weißt du, man kann irgendwie, warte, ich gehe nochmal hier rüber. Man kann irgendwie, nein! Soll ich nicht darüber? Ja. Darüber möchtest du. Guck, ach ja, ich kann das da als Durchgang lassen. Den kleinen Block? Ja, ja. Genau, machen wir. Muss halt durchkriechen, das geht sogar tatsächlich, aber ja. Okay. Man kann kriechen jetzt mittlerweile. Ey, Minecraft hat sich so crazy geändert. Man kann auch kein Minecraft haben, das stört mich immer noch, aber da gibt's Mods für, Alter. Die werde ich mir auf jeden Fall, wenn ich einsam Stunden habe, lade ich mir die gerne runter und dann... Das kann man bei Minecraft nicht machen. Ja, leider nicht. Würdest du gerne Minecraft haben? Ich wusste bisher gar nicht, dass es geht. Mit wem sollen wir denn das haben? Mit anderen Spielen oder mit den Schafen da? Mit den Schafen kann man vielleicht auch haben. Ich weiß nicht, ob es dafür einen Mod gibt, aber wenn es... Leute, die dich umbringen wollen, vielleicht kann man die ja dann... Nein, vielleicht kann man die ja dann noch dadurch umstimmen. Hey. Ich töte dich jetzt. Aber wir können doch miteinander schlafen.
Okay, also ich sehe, grün ist auf jeden Fall auch eine Farbe, die sehr, sehr viel... Grün beruhigt Gisela vielleicht ein bisschen. Ja, ich weiß es nicht. Es ist gerade sehr, sehr ruhig, ne? Versuche mich zu konzentrieren. Mhm. Aber dein Gesicht stört. Ich weiß wirklich nicht wie. Crafting. Das ist sehr, 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 sehr kreativ. Das finde ich ganz gut mit den ganzen verschiedenen Farben. Das gefällt mir. Irgendwie hat es tatsächlich was sehr Beruhigendes. Weiß nicht warum. Ich finde, Minecraft ist echt crazy, weil da gibt es so viel wirklich Leute, die darin echt Kunst erschaffen halt mittlerweile. Die halt wirklich Sachen bauen, die so insane aussehen. Auch Leute, die einfach abstrakte Kunst erschaffen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt schon an ganze Strukturen rangehen, aber es scheint ja schon eine Art... Nein, das will ich nicht. Was willst du nicht? Wegfliegen. Ach so. An ganze Strukturen. Ach so. Hä? Ich merke, dass es da allmählich Nacht wird. Mhm. Aber es passt, alles gut. Kommen da nicht gleich irgendwelche Monster oder wie war das? Ne, die machen dir nichts, die tun dir nichts. Du bist unverwundbar tatsächlich. So, komm mal, wir gehen jetzt mal ganz nach oben und du hast jetzt schon eigentlich einen ganzen Raum also erschaffen. So ein bisschen eine Wand kann man erkennen, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Komm mal hier, soll ich dir... Game-Menü. Crafting. Den Block search, haben wir tatsächlich momentan items, nicht. Search Items, Editbox, Zug, EDSP, OHGST, Pixuf, GVs. Search Items, Editbox. Alter. Search Items, Editbox. Search Items, Editbox. Search Items, Editbox. Also guck mal, search es gibt eine Sache. Guck mal, eine Sache noch. Da ist eine Beleidigung rein, schau, liest sie dann die Beleidigung vor. Chat, oh, das ist echt interessant. Crafting. Search Items, Editbox. Wichser. Das funktioniert, Alter. Guck mal hier, man kann auch Sachen machen, die dir bestimmt auch ganz gut gefallen. Man kann auch sehr destruktiv sein. Man kann hier, guck mal, mit rechts kannst du TNT setzen, mit links kannst du jetzt Sachen zerstören. Das ist auch irgendwo an sich eine Art. Bom! In der Theorie ist es das, ja, tatsächlich. Also eigentlich ist es genau das. Also dein Haus lässt du am besten stehen, wir gehen mal ein Stück weiter weg. Kann man mal TNT in mein Haus reinstellen? Und dann? Ja, es ist doch interessant zu sehen, was dann passiert, wie stabil das gebaut wurde. Wie viel TNT möchtest du drin haben? Eins? Drin da in diesem halben Raum. Hier? So viel oder reicht die? Ist es ja, genug? Mal gucken, ob die Mauern das aushalten. Ja, okay, das ist aber dann deine Sache, das musst du dann sprengen. Ne? Also ich bin da raus. Du musst nah genug ran sein, da in das Loch rein, in das schwarze Loch. Gut, jetzt fliegt dein Haus halt in die Luft, ne? Also ich ist jetzt halt nicht so geil. Ja. Hm. Also ist nicht so stabil, merkst du, ne? Ja, aber jetzt ist ein Kellerraum da. Ja, man muss immer das Positive sehen. Also Leute, ihr merkt auf jeden Fall, hier ist eine Menge Konzept hinter. Da würdest du sagen, dass du nochmal Lust hattest, Minecraft zu spielen? Ja, würde ich machen. Okay, es ist ein bisschen wie Sims, ne, mit den Häusern bauen, theoretisch, ne? Ja, das stimmt. Also wie gesagt, ich bin gespannt. Ich glaube, im nächsten... Das war so ehrlich, Alter. Die Schafe sind wirklich so dumm in Minecraft. An der Stelle wollte ich sagen, meine Freunde, war es das von diesem wunderschönen Video. Falls ihr Bock auf den ersten Part habt, schön, danke dafür. Falls ihr Bock auf den ersten Part habt, gönnt euch auf jeden Fall rein. Der ist bei Jan und Thema auf dem Kanal zu finden, bei Gewitter im Kopf. Das kann doch nicht sein, Alter. Er schafft das immer wieder, dieses Ding zu triggern. Ich weiß nicht, wie das geht. Alter, der Depp auch noch, Junge. Leute, ich würde sagen, wir sind an der Stelle raus. Schaut auf jeden Fall gerne bei den beiden vorbei. Aber los. Macht's auf jeden Fall gut. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Leute. Tschüss. Game Menü.